Hallo und herzlich willkommen zum besten geklauten Format hier auf YouTube. Und heute, Leute, das Einjahresjubiläum des Sea Sparrow Saturday. Ich habe mir jetzt hier ein paar Punkte aufgeschrieben, was ich mache, und das teilt sich in folgende Sachen auf. Als erstes möchte ich erzählen, was denn im letzten Jahr passiert ist und was quasi in einem Jahr Sea Sparrow Saturday passiert ist. Danach möchte ich auf meine Spielweisen eingehen, die ich in unterschiedlichen Zeiträumen gehabt hatte. Zum Beispiel, wie ich auf PS3 gespielt hatte oder wie mein Wechsel von PS3 zu PS4 ausgesehen hat. Und ich möchte ganz kurz auf Politik eingehen, auch wenn das wahrscheinlich eher ernüchternd ausfallen wird. Dann kommt noch eine kurze Sache, und zwar, was möchte ich mit meinem Kanal noch machen, was habe ich auf meinem Kanal noch vor, was möchte ich mit dieser Folge, mit dieser Serie hier machen. Und am Ende sage ich dann noch eine kleine Meinung, was meine Erwartungen zum nächsten großen DLC in GTA Online sind und was ich mir erwarte, was ich mir hoffe, wie auch immer. So, fangen wir am besten gleich an. Vor einem Jahr. Sea Sparrow Saturday wurde quasi damit begonnen. Ich kam aus dem Urlaub und man hatte mir schon Wochen vorher vorgeschlagen, dass ich doch mal Formate von anderen YouTubern klauen soll. Ich wollte es immer noch nicht... wie man darauf gekommen ist, aber man hatte dann gesagt, macht doch so ein ähnliches Format wie Savage Saturday von Gear Thunderlord. Und da habe ich gedacht, ja gut, ich habe ja jetzt ein gutes Thema zum Anlass, und zwar den Beef zwischen Gear Thunderlord und Rabbix. Und das habe ich dann quasi als Chance genutzt, um einen wundertollen Auftakt für diese Serie zu gestalten, denn das Video ist aufgrund dessen, dass ich halt zwei große YouTuber genannt habe, kritisiert habe, relativ bekannt geworden. Es hat, glaube ich, bis zum heutigen Tage 1400 Aufrufe, und das ist sehr, sehr viel, vor allem für meine Größe, finde ich. Kurz darauf habe ich die Low-Level-Challenge angefangen, für die, die es noch nicht wissen. Die Low-Level-Challenge ist quasi dadurch entstanden, dass ich mit einem ehemaligen BGPR-Member, von dem ich seit Monaten nichts mehr gehört habe, seit einem Jahr nichts mehr gehört habe, fast schon, er meinte, dass man es doch in GTA unfassbar schwer hat oder unfassbar schwer hätte, Geld zu grinden und seinen Charakter hochzuspielen, dass man nur auf Geldglitches zurückgreifen könne oder auf Sharkards. Und ja, ich war damit nicht sehr einverstanden und wollte ihm damit auch das Gegenteil beweisen. Dann haben wir quasi ausgehandelt, ja, wir machen jetzt beide einen neuen Account, einen zweiten Account im Endeffekt. Und mal schauen, wer am Ende oder am schnellsten viel Geld verdient, wer das hohe Level sehr schnell erreicht und so weiter, sehr schnell oder schneller erreicht. Und der Kollege hat nicht mal damit angefangen und ich war dann nach ein paar Monaten auch High Level. Ja. Und ich habe gerade BGPR angesprochen. Ich war auch einige Monate lang in BGPR drin, beziehungsweise ich glaube fast ein halbes Jahr. Und ja, irgendwann kam es dann zum Streit zwischen mir und Desander und ich habe mich dann auch dazu entschlossen, BGPR zu verlassen. Kurz darauf, als diese Info quasi kund geworden ist, hat man dann auch mich gefragt, ob ich Interesse daran hätte, in eine neue Crew reinzukommen. Und zwar HMRP, Heli Master Race. Und ich habe daraus nie wirklich eine große Sache gemacht. Ich habe nie gesagt, dass ich in HMRP drin bin. Höchstens haben das andere Kollegen gesagt, dass ich halt da drin bin. Aber wirklich kundgegeben habe ich das nicht. Ich habe da nie wirklich eine große Sache draus gemacht. Aber mit den Kollegen aus HMRP, außer mit einem 2-3 vielleicht, komme ich gut klar und wir spielen auch heute immer noch oft und gerne zusammen. Aber dann kam es dann auch irgendwann innerhalb der HMRP zu Streitereien oder sowas, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, HMRP wurde dann aufgelöst und ja, dann waren wir quasi alle wieder crewlos und haben aber trotzdem, zumindest die, die sich noch untereinander verstanden haben, dann auch noch miteinander gezockt. So, und dann kam auch im Dezember das Casino Heist DLC. Das Casino Heist DLC hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, auch wenn natürlich wieder eine Paywall hinterstecken musste. Aber trotzdem, das DLC hat sehr viel Spaß gemacht, die Casino-Heists haben sehr viel Spaß gemacht und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, diese zu spielen mit Kollegen, wenn man sich gut absprechen konnte und so weiter. Und am Ende von Dezember habe ich dann auch ein wundervolles neues Format angefangen, und zwar Evolutionsbremsen in GTA. So, und dann im Frühjahr, habe ich dann auch Dreharbeiten an einem wundertollen Film angekündigt, und zwar an Phoenix. Und ja, die Dreharbeiten sind immer noch quasi, also wir haben einige Szenen vor kurzem gedreht, ich bin die noch am Bearbeiten und am Machen. Und eventuell, wenn wir da uns noch ranhalten, dann könnten wir vielleicht in ein paar Monaten vielleicht auch
Ja, vielleicht noch dieses Jahr, ich weiß es nicht. Ich gehe aber tatsächlich nicht davon aus, denn das ist echt komplex, das Thema. Oder schwierig noch auf die Beine zu stellen und fertig zu kriegen, denn es ist wirklich viel, was ich mir da vorgenommen habe. Vielleicht kriegt man dann irgendwann einen schönen Film zu sehen. Mal schauen. So, dann habe ich aber auch parallel dazu oder auch schon vorher relativ häufig am Boden gespielt. Und dadurch hat sich mein Spielstil auch etwas verändert. Die Beteiligung an Community-Events sehr stark gestiegen ist. Am Anfang waren wir immer nur so eine Handvoll, so ja, zwei, drei, die dann erschienen sind und dann haben wir ein bisschen gespielt halt. Gut, bei Cersego waren es dann etwas mehr, da war es dann eine Ausnahme. Aber zum Beispiel waren wir dann bei Harbor Attack und bei Seaspiders Revenge 14, 15 Leute. Und das hat mir dann auch sehr viel Freude gemacht, dann meine eigenen Maps wirklich zu spielen. Und das auch vernünftig und dass auch eine große Beteiligung da war. Und dass das auch vielen Leuten scheinbar sehr viel Spaß gemacht hat. Denn sonst würden, glaube ich, nicht relativ viele Leute sogar regelmäßig bei Community-Events mitmachen. Und das freut mich auch, dass ich dann so eine aktive Community habe. Oder ein paar aktive Leute haben, die dann auch wirklich das Interesse daran haben, bei sowas mitzumachen. Das freut mich wirklich. Don't get upset, don't make a fool of yourself. Spielweisen, die ich an den Tag gelegt habe. Angefangen habe ich auf PS3. Damals habe ich meistens tatsächlich noch RNG gespielt, Run and Gun gespielt, denn ein wundertoller Kollege hat immer gesagt, dass er doch gerne Run and Gun spielen würde und tatsächlich, mir hat Run and Gun nie wirklich Spaß gemacht, aber wenn ich nicht mit ihm Run and Gun gespielt hätte, ich hatte halt niemand anderen, mit dem ich GTA spielen konnte. Aber schon damals, ich habe immer die Möglichkeit ergriffen, sobald ich online gespielt habe, bin ich sehr gerne Laser geflogen, weil es mir das Jetfliegen einfach sehr viel Spaß gemacht hat und es war einfach atemberaubend, mit einem Laser oder generell mit einem Jet rumzufliegen und Leute umzubringen oder auch mit anderen Leuten sich zu dogfighten. Es macht Spaß. Und später, als ich dann auch einen Bussard, einen Savage und einen Valkyrie freigeschaltet hat und auch vor allem den Hydra freigeschaltet hatte, bin ich dann auch damit immer durch die Gegend geeiert. So, und dann bin ich auch, ich glaube, im Sommer oder im Frühjahr noch von 2017 auf PS4 gewechselt. Ich bin dann vor allem größtenteils Rennen gefahren als Low Level, denn oft war da ist oder oft war und ist da ja doppelt Geld und RP drauf und damit wollte ich mir dann Geld verdienen, um mir ein Spezialfrachtlager auszuholen und dann auch ein Import-Export, also ein Fahrzeuglager auszuholen. Und damit habe ich dann sehr, sehr viel gegrindet, tatsächlich, sodass ich mir dann auch vieles leisten konnte. So, und dann habe ich aber von Herbst oder ich glaube September 2017 bis Ostern 2018 überhaupt kein GTA gespielt. Als ich dann wieder angefangen habe, GTA zu spielen, hat mein Fokus für meinen Spielstil vor allem auf Flugzeugen und Jets beruht. Ich habe sehr viel, ich glaube damals noch Nokota und Rogue geflogen. Ich habe mir dann auch noch eine Seabreeze, glaube ich, zugelegt. Und ich hatte dann später, relativ viel später, auch einen Savage geflogen. Und der Savage hat mir dann auch sehr viel Spaß gemacht, weil man konnte sich zu dem Zeitpunkt quasi kaum gegen den Savage wehren. Die Hitbox war verbuggt. Und ja, der Savage ist und war halt immer noch stark. Tatsächlich ist meine KD dann, ich glaube damals hatte ich eine 1,2er KD. Und ich habe eine Lobby belastet, in der Lobby bin ich nicht einmal gestorben. Ich habe höchstens den Savage gewechselt. Von einer 1,2er KD bin ich dann, glaube ich, auf eine 1,5er KD hochgeschnellt. Und das ist damals relativ viel gewesen für mich. Auch wenn mir heute immer noch die KD nichts bedeutet. Und mir hat das einfach nur Spaß gemacht, den Savage zu fliegen. So, und dann auch später habe ich mir einen Akula und einen Hunter gekauft. Und als ich dann das Geld hatte. Und ich glaube auch, als die runtergesetzt waren. Ich weiß es tatsächlich nicht. Anfangs hatte der Hunter noch Flares. Und beide Fahrzeuge hatten eine Rennsteuerung. Ich konnte damit, vor allem am Anfang, nicht sonderlich gut umgehen. Aber ich konnte mich auch relativ schnell daran gewöhnen und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, auch damit zu fliegen. Und ja, dann kam auch After Hours und ich habe dann auch, als ich das Geld hatte, sehr viel B11 geflogen. Ich bin unfassbar viel B11 geflogen und es hat auch zu der Zeit unfassbar viel Spaß gemacht. Es war das Noob-Bike, das war noch nicht released worden und man ist halt unfassbar viel B11 geflogen und man hatte höchstens als Konkurrenz andere B11. Ja, und tatsächlich hat es mir da relativ leicht gefallen, in den Dogfights zu obsiegen.
Und mir wurde dann auch vom wunderbaren YouTube-Algorithmus ein paar Tage später, als ich dann ständig B11 geflogen bin, ein Video von Gerfandelord vorgeschlagen. Das war die B11-Review, glaube ich. Irgendwie komisch, dass dann der Algorithmus quasi wusste, dass ich viel B11 geflogen bin. Und da habe ich dann quasi auch das erste Mal wirklich Gerfandelord verfolgt. Aber ich glaube, das hat für meinen Spielstil auch relativ viel ausgemacht. Auch wenn ich vorher schon viel und auf PS3 schon Heli geflogen bin. Ich glaube, mein Spielstil hat sich etwas deutlicher spezialisiert. Als ich dann dieses Video gesehen hatte. Ich habe ja gesehen, man kann auch mit Helis noch viel mehr reißen, als ich das bis jetzt konnte. Ich habe quasi nicht genug rausgeholt. Ja. Und dann, nach dem Release des Noob Bikes, und das war dann, glaube ich, zwischen August und Dezember, bin ich insgesamt 4-mal Bad Sport geworden. So, nach dem 5. und 6. Mal Bad Sport im Frühjahr 2019, habe ich dann an mir selbst vor allem einen merklichen Rückgang meines Buzzard Skills feststellen können. Ich war im Bad Sport und bin kaum Buzzard geflogen, eigentlich fast ausschließlich Jet und ab und zu. So, und jetzt möchte ich noch kurz Politik anschneiden, denn irgendwer hatte mir geschrieben, ich glaube, das war Diktator Cornes, den Kommentar habe ich aber nicht mehr gefunden, dass ich mich mal politisch äußern könnte, oder er hat gefragt, ob ich mich mal politisch äußern könnte. So, und da möchte ich mich etwas kurz fassen. Ich bin zwar ein politischer Mensch, ich rede gerne über Politik, ich diskutiere auch gerne über Politik und rede viel mit meinen Mitmenschen über Politik, aber ich möchte Politik und politische Themen weitestgehend oder so weit wie möglich aus meinen Videos rauslassen, höchstens sein oder andere satirische Witz oder sowas. Aber wenn es kein Thema ist, was wirklich die Gaming-Community oder das Gaming allgemein stark beeinflusst, möchte ich es wirklich aus meinen Videos konsequent raushalten. Wenn ihr allerdings meine Meinung zu bestimmten politischen Themen wissen möchtet, dann dürft ihr es mir gerne auf meinem wundertollen Discord-Server fragen. Ich habe mir nämlich mal die Zeit genommen und einen Discord-Server erstellt. Der Einladungslink ist in der Beschreibung, wenn ihr da mal vorbeischauen möchtet. Lol. So, und jetzt noch, was möchte ich in Zukunft auf meinem wundertollen Kanal machen? So, in Zukunft möchte ich auf jeden Fall tatsächlich etwas weniger GTA-Content machen. Und ich möchte auch noch ein paar Sachen sagen. Und zwar, ich möchte in Zukunft weiterhin den Sea Sparrow Saturday machen. Und ich habe mir auch schon ein paar Themen zusammen parat gelegt. Und zwar, erstmal die wichtigeren beiden in meinen Augen. Und zwar, benötigt der Sea Sparrow einen Buff? Also ein Video darüber, ob man den Sea Sparrow buffen müsste und wie man ihn buffen müsste oder ob man ihn überhaupt buffen müsste. So, und dann noch ein weiteres Video, und zwar meine Erwartungen zu GTA auf PS5 oder halt auf Next Gen. Das wird ja auch auf Xbox so weitergehen. Und auf PC wird sich dann quasi, soweit ich das verstanden habe, nicht so viel ändern. Aber ja, es geht halt weiter auf jeder möglichen Plattform. So, und dann, das ist dann quasi das am wenigsten Wichtige, und zwar möchte ich zu den DLCs, die noch veröffentlicht werden, auf jeden Fall ein Meinungsvideo machen, dass ich dann meine Meinung zu den jeweiligen DLCs abgebe, was man dazu sagen könnte und so weiter und so fort. So, und ja, ich kann ja mal kurz meine Erwartungen und Vorstellungen zum nächsten DLC sagen. Und ja, für das jetzt im Sommer sind meine Erwartungen tatsächlich nicht so hoch. Und ja, es wurde halt auch schon geleakt oder es wurde halt auch schon ein paar Sachen gesagt, wie zum Beispiel, eine Map-Erweiterung ist sehr wahrscheinlich, es kommen Heists und so weiter. Und bei Heist hat es bei mir Klick gemacht, das würde mich tatsächlich sehr stark erfreuen, wenn denn Heist released werden würden, denn Heists haben eigentlich fast immer dem Game gut getan. Aber ich bin da etwas wenig optimistisch tatsächlich, denn die sagen auch, für jede Spielergruppe ist was dabei. Und das klingt prinzipiell gut. Das könnte man dann zum Beispiel damit interpretieren, Jets sind relativ präsent in GTA. So, vielleicht kommt dann ein neuer Kampfjet, was weiß ich. Wenn für jeden was dabei ist, hatte ich mal mit einem Kollegen diskutiert oder gesagt, wenn für jeden was dabei sein soll, dann muss auch ein F-22 oder halt ein Tarnjet dabei sein. Was weiß ich, auch eine Su-57 oder sowas. Aber auf jeden Fall wäre es wunderbar, wenn mal ein neuer Kampfjet oder ein neuer Kampfheli oder sonst irgendwas, irgendwelche brauchbaren Fahrzeuge auftauchen. Aber das ist halt nicht der Knackpunkt, sondern der Knackpunkt ist, wenn für jede Spielergruppe was dabei ist. Ich nehme Rockstreams da jetzt mal bei Wort. Dann ist es doch eigentlich nicht gerade unwahrscheinlich, dass ein Noobbike Mark III oder ein Deluxo Mark II released wird, denn dann würden auch die Leute, die wirklich gar nichts können und dann die ganze Zeit nur auf dem Noobbike rumeiern, ja, quasi ihre Bühne bekommen, ihren Content bekommen, den sie wollen. Dem stehe ich mit Bedenken gegenüber. So.
Aber ich hoffe, dass die Highs dann im Winter relativ gut werden. Und es soll ja von einer Map-Expansion die Rede sein. Und da bin ich tatsächlich gespannt. Also wenn es wirklich zu einer Map-Expansion kommt, dann hoffe ich natürlich, dass irgendwas spannend ist. Das ist nämlich relativ gut für GTA Online, wenn man da dann eine Map-Expansion kommt. Denn das würde wirklich sehr viel frischen neuen Wind in GTA reinbringen. Aber ich habe auch gehört, dass es wohl unwahrscheinlich sein könnte, dass man, was weiß ich, eine neue Insel bekommt oder Liberty City da zugefügt wird. Oder die häufigste Theorie, die ich jetzt gehört habe, dass North Yankton reinkommt. Aber andere Quellen sagen mir dann zum Beispiel auch, dass das eher unwahrscheinlich ist, sondern dass das, dass die Baustellen in Los Santos mal fertiggestellt werden. Ihr kennt wahrscheinlich alle das Hochhaus, das immer noch nicht fertig ist. Oder was ich vorhin noch gehört habe, als ich mir ein Video angeschaut habe, ich glaube von Replay Old School, dass doch wohl das Shopping Center in Rockford Plaza, da wo auch Vincent hingearbeitet ist, lol, dass das vielleicht auch mal zum Schauplatz der Heist wird oder das quasi für den Spieler geöffnet wird. Naja, und so viel dazu. Ich möchte mich jetzt auf jeden Fall nochmal bei euch bedanken. Nochmal dafür eure Aufmerksamkeit bedanken, aber auch dafür bedanken, dass ihr so zahlreich bei Community Events mitgemacht habt, dass ihr mir Screenshots eingeschickt hat für das Outfit. Ich möchte das hier nochmal einblenden und nochmal Danke an alle sagen, die mir welche zugeschickt haben. Und falls ich jetzt jemanden vergessen habe, tut das mir unfassbar leid. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr mir da auch quasi beiseite gestanden habt. Denn es war schön, dann zu sehen, dass mir dann auch wirklich Leute Screenshots zugeschickt haben. Und ja, dass dann auch wirklich so viele Leute tatsächlich den Sea Sparrow fliegen, denn auf fast jedem Screenshot oder auf jedem Screenshot war wirklich ein Sea Sparrow zu sehen. Und auch wenn ihr nur ein kleiner Teil der GTA-Community seid, es hat mich trotzdem wirklich sehr gefreut, dass ich wirklich wahrscheinlich einige Leute dazu bringen konnte, Sea Sparrow zu fliegen. Vielleicht habt ihr es auch schon vorher geflogen, aber mir ist es quasi erst jetzt aufgefallen, dass Leute den Sea Sparrow fliegen oder auch den Sea Sparrow beherrschen. Sowas finde ich wirklich wunderbar. Und ja, ich möchte mich auch wirklich nochmal dafür bedanken, dass ihr auch immer fleißig kommentiert, dass ihr kritisch in den Kommentaren seid, dass ihr die Videos bewertet und das sehe ich auch, dass ihr auch die Videos teilt und das hat mich tatsächlich am meisten gefreut, denn somit erreichen auch mehr Leute meinen Kanal und das zeigt auch, dass ihr wirklich Interesse daran habt, dass dieser Kanal weiter besteht. Und ja, und deswegen, ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Sea Sparrow Saturday oder beim nächsten Video generell und ja, bis dahin, haut rein, ciao. Now, pressure.